Wie vereinbart sich das denn mit der Schule, Marla? Wie ist das denn bei dir? Du bist wie alt, hast du gesagt? 17, stimmt, 17. ja. Und gehst du noch zur Schule? Ja, also ich gehe jetzt noch ein Jahr, danach mache ich mein Abi, also jetzt mache ich mein Abi nächstes Jahr. Okay. Und ja, es ist schon manchmal stressig, weil man ja irgendwie die Lehrer genehmigen das jetzt auch nicht so unbedingt gerne, weil ich jetzt eben, das zählt ja alles schon in das Abi und dann ist es irgendwie Okay. ein bisschen. Also die Dreharbeiten liegen nicht immer in den Sommerferien. Nee, also jetzt habe ich wieder 3 Wochen in der Schule gefehlt, weil ich was gedreht habe und dann muss man halt schon immer nacharbeiten und so, aber Okay. Und schaffst du das? Ist das schwierig, das ja. hinzubekommen? Ja, also meine Freunde helfen mir da immer voll. Also die bereiten Ah. alles vor und dann treffe ich mich mit denen und dann geht es. Okay, Leon, wie ist es bei dir in der Schule? Kriegst du das auch so gut hin wie die Maler? Also ich habe jetzt die Schule gewechselt von der alten, weil es auf der alten echt nicht gut geklappt hat. Durch den Tom Sawyer-Dreh und den Huckleberry Finn-Dreh Ja. war ich dann echt sehr schlecht in der Schule, habe Oh. schlechte Noten geschrieben und habe auch, wie gesagt, viel gefehlt. Und ja, und dann habe ich auch eine Klasse wiederholt. Okay. Und dann haben meine Mutter und ich gedacht, naja, das geht eigentlich nicht so weiter. Und dann haben wir uns nach einer anderen Schule umgeguckt und dann habe ich gewechselt und das klappt jetzt auch viel besser. Wow. Also ich habe jetzt bis jetzt auf der neuen Schule noch nichts gedreht, aber die sind da auch sehr tolerant. Also Okay. Und weil du gesagt hast, du hast erstmal so ein bisschen in der Leistung nachgelassen, wie viele Drehtage hattest du denn sowohl bei dem Tom Sawyer als auch bei dem Huckleberry Finn-Film, dass du so viel gefehlt hast? Weißt du das so ungefähr? ja, also bei Tom Sawyer, da hatte ich ungefähr 30 Drehtage. 30 Drehtage. Wow. Und das war dann halt auch zum größten Teil in der Schulzeit. Also das war dann Ende der Sommerferien hat das angefangen und dann noch 3, 4 Wochen in die Schule rein. Und bei Huckleberry Finn war das 50 Drehtage. 50 Ja, Drehtage. und da habe ich dann auch 49 gehabt oder 50. Irgendwie sowas. Und ja, das war dann zum größten Teil in den Sommerferien, aber auch ein bisschen in der Schule. Also.